Psycho-Action bei Lucien, herzlich willkommen zurück. Ich kann deine Gedanken lesen. Richtig. Wir haben immer irgendwie den perfekten Zeitpunkt gefunden, weil der immer, jedes Mal, wenn wir ihn zum Kampf herausfordern, er sein Buch beendet hat. Aber auch immer wieder. Ja, immer wieder. Welch ein Wunder. Er fängt mit Hypno an. Wie mit Wonder Case. Na gut, hieße, da hätte ich dann zum Beispiel Uwe eingesetzt, weil Hypno kann keine Elektroattacken erlernen, soweit ich es weiß. Das kann aber Nestiplot. Das hast du doch eingesetzt. Okay, gut. Das steigert schon mal seine Spezialangriffe um 2. Und wir treffen unseren Fliegen. Also Hypno kann... Oh doch, nein. Also Hypno kann keine Attacken erlernen, die theoretisch U-Boot Schaden zugefügt hätten. Oder okay, doch, es könnte Sonderschlag erlernen in der vierten Gen. Ja. Ja, Vererbung halt. So, Wannakis ist down. Ja, aber klar, nach einem Nazi-Plot Psychokinese. Wir machen mal U-Boot rein. Ich glaube, wir rauben mal das komplette Team auseinander. Knirsch. Richtig. Oh, er tauscht aus. Oh, jetzt kommt ein Pantymos, was bestimmt Donnerblitz kann. Nein, ein Psyana. Aber das sollte eigentlich keinen großen Unterschied machen. Das Psyana kann Ampelleuchte, glaube ich, erlernen. Und ja, es kann Ampelleuchte auf jeden Fall erlernen. Wird aber nicht einsetzen können, weil es down ist. Kopf abgebissen. Hä? Kopf abgebissen. Ja, aufgefressen. Boah, es kommt ein Alkoko-Wei. Oh, wei, oh, wei. Ja, ah, verdammt, jetzt ist auch noch Wonderkiss down. Jetzt muss ich Einzelmann reinschmeißen. Jedes Mal ist Wonderkiss down, wenn man es braucht. Immer dieser Wunderkäse, ey. Unglaublich. Warum hast du das eigentlich damals gefangen? Das freut mich jetzt auch. So langsam hättest du ein anderes Pokémon nehmen sollen. Na, dummerweise habe ich keins gefunden. Außer Staraptor, aber jetzt kommt sie mit Hypnose. Ja. Staraptor ist halt total lame. Ja. Besser Schwalbus. Ja. Aber kenn ich ja bei Facebook so gemacht, hab vom Kumpel halt so Fachnote, wie bei wem ich gesehen habe, ob ich das Fach mag und dann so, drück auf gefällt mir, du bekommst auch ein Fach, gell? Jetzt drücken gerade so viele Freunde von mir drauf, ja, dass er auch ein Fach bekommen, ey. Ja. So, Metronom macht Schattenstoß. Was effektiv macht, ist. Was Metronom macht. Achso, von Pixie. Ja, und dieses Executor macht, hat die Hypnose-Traumfisser-Taktik drauf. So. Und macht Luftschnitt! Noch eine sehr effektive Attacke. Epic. Ja. Und schon wieder geht die Hypnose daneben. Wie geil. Erstauner. Erstauner. Oh ja, Erstauner ist halt eine. Ja, aber Erstauner bringt es eigentlich ein bisschen. So, und jetzt kommt wieder Hypnose. Diesmal hat sie getroffen. Und man nicht ist genau zu diesem Zeitpunkt weggegangen. Haben wir noch einen Aufwecker? Nein, aber dafür haben wir. Eine Chestoberry. Aber was mich aufgeregt hat, Boss, ich denk mir so nix gern. Arsch. Ich denk mir so nix gern, wenn wir Makaramba fangen, gell. Und wusste ich, eigentlich will ich ja schon ein weibliches Makaramba haben, weil es cooler aussieht, gell. Ja. Das hätte ich fangen, männliches. Und jetzt kannst du ja mal raten, wie ich es dann genannt habe. Nein. Doch, du weißt es bestimmt, wie ich es genannt habe. Ich hab's vergessen dann. Cactus Jack! Stimmt, ja! Ja, diesmal trifft der Traumfresser, aber ich glaube, das wird nicht so viel abziehen wegen Lichtschild. Sollte eigentlich auch gar nicht. Zieht aber doch etwas zu viel ab, aber naja. Diesmal sind wir aufgestanden, wir kommen im Metronom und was kommt? Eine Metal Burst Attacke, die daneben geht. Noch Metronom! Trommelwirbel, was kommt? Smog. Was? Smog. Schon wieder ein sehr effektiver Attack, aber die zieht nichts ab. Wir haben Gift-Tags auch noch geil gewesen. Ja, ich glaube, Heinzelmann macht irgendwie nichts hier gegen Executor. Nee. Wir haben nur noch ein einziges Metronom übrig. Super. Fuck damn it, Alter. Fuck the habit, bitch. Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, meinen Wonderkiss mal zu reviven. Ich versuche es damit jetzt einfach mal. Also es könnte ein guter Zeitpunkt sein.
Ja, könnte. Auf jeden Fall Heinz Zimmermann ist down, aber das war eigentlich kein Wunder. Ja, so. Gut, aber Heinz Zimmermann hat halt eine nach der anderen effektiv eine Attacke rausgekloppt. Ja, leider nicht die perfekte, aber was willst du machen? So, fliegen wir nach oben. Jetzt kommt schon wieder der Hypnose, die eben daneben geht. Oh ne, doch nicht. Psychokinese. Ey, was mir gerade auffällt. Was denn? Die Top 4 in der, bei Black and White sind immer voll behindert, gell? Warum? Geist, Psycho, Unlicht und Kampf. Ja. Was ist das bitte für eine behinderte Kombi, ey? Irgendwann hat Kit das wieder nicht geschafft. Oh Mann. Dann muss ich es wohl doch wohl oder über mit U-Boss besiegen. Ich hab ihn ja gewarnt. Eiszahn! Besiegt das hundertprozentig. Das habe ich gesagt. So, Level 60. Galade kommt, das ist ein. Warte nochmal. Was? Welches? Galade. Galade? Galagladi, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, könnte sein. Ja, sollte. Ich schreibe einfach trotzdem mal drin und mache Warte auf Horror. Das könnte mir aber das Genick brechen. I'm gonna break your fucking neck! Okay, oh. Und da hat's überlebt. Was haben wir? Hast du gerade AKO gesagt oder AKO? Also AKO. RKO. Randy, Keith Orton. Wir bekommen eine Laubklinge ab. Ich habe zuerst gedacht, wir bekommen voll Breitzeit die Plus Combat, aber nein, die Laubklinge besiegt uns auch mit dem Volltreffer. Lol. Egal. Laubklinge ist aber schon heftig, ey, muss man ganz zu sagen, ne? Ja. So, Gumball aber sollte es eigentlich richten mit einer Drachenstoßattacke, die natürlich daneben geht! Also Gumball sollte wirklich aufpassen. Ich sag's doch. Ich sag doch Brille vielmal. Ja. Aber wenn man die hat getroffen und ist down. Wird's vielleicht öfters machen sollen, ne? So, der nächste ist ein Hypno. Ja, okay. Jetzt willkommen zurück. Da schmeißen wir mal Magnafoss rein. So, Boss, das wollte ich mal fragen. Muss ich eigentlich mit meinem C-Com gegen seinen Rechiram antreten in der White oder? Musst du nicht. Du kannst in den Team reintun. Du musst ihn aber nicht. Mach ich nicht, ey. Sieht so aus, ey. Ich mag das hier gar nicht. auch wenn es mal geil ist, dass es ein Drache Elektro ist, aber. Wow. Auf jeden Fall, der Kampf gegen Lucien fordert mich auf jeden Fall. Ja, Lucien ist einer der stärksten, finde ich. Ja, der ist auch der Letzte. Der Letzte ist immer der Stärkste. Na. Siegfried war scheiße, Drake war scheiße, Melanie war scheiße. Bronson. Hey, du hast recht. Hey, du hast wirklich recht. Weisheit des Tages. So. Weisheit des Tages, Mann. Der Vierte von den Top 4 ist immer der Stärkste. So, Bronson ist drinne und das. Das nutze ich jetzt mal für Schwerttanz bei Lucario. Ja, Lucario. Schwerttanz dann einfach Close Combat, falls das kann. Ja, klar kann ich. Das kann Call Mind, aber das ist mir egal. Wir boosten uns einfach mal mit. Ich weiß nicht. Ich mache einfach nochmal Schwerttanz. Das ist Ding wirklich One-Hidden, oder? Ja. Das boostet sich auch. Du bist so ein Assi, ey. Und jetzt kommt noch eine Schwerttanz-Attacke. Ja, Boss, übertreib es! Ja, der tut auch Call Mind einsetzen, aber ich hoffe, dass der jetzt auch wieder Call Mind einsetzt. Weil er macht Psychokinese. Aber zum Glück resistiert der Stahltyp. Ja, also Stahltypen sind da ganz gut, aber wie gesagt, mich reden. Ach komm! Es ist doch bloß das Ding eingesetzt! Scheiße! Tod, Volltreffer. Nein, normal. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich surfen. Das Problem ist, Call Mind hat den Schutzabverteidigung, Verteidigungswert auch erhöht. Das heißt, wir haben einen ziemlich harten Nuss, den wir jetzt besiegen müssen. Ja, ich würde halt mit physischen Attacken drauf haben, wie Drachenstoß. Fuck. Drachenstoß. Scheiße. Trifft eh nicht. Doch. Aber das ist. Ach Gott, Alter, wir haben jetzt ein ziemlich großes Problem, meine Freunde. Motorrad? Scheiße, wir haben noch relativ Pokémon. Scheiße. Ich hätte echt nach zwei Schwertzänzen angreifen sollen.
Aber wir müssen jetzt direkt mit Donnerwelle das paralysieren und mein Team wieder auffrischen, ey. Scheiße, verdammt. Ach, zum Glück hast du dich angreifen. Der Lucario wieder beleben, oder? Auf jeden Fall, erstmal Lucario. Scheiße, ey. Jetzt habe ich ein Problem. Und das kann erdbeben! Das kann wirklich erdbeben. Kann Magnezone nicht fliegen? Oder schweben? Es hat kein. Nein, kann es nicht. Wie behindert ist das denn? Und nochmal Belieber. Und zwar auf. U-Boot, genau. U-Boot? Ja, U-Boot. Muss. Ja, wegen Knirsch und sowas. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Zuallererst muss ich mit Lucario Klaus Comet einsetzen, um es wenig zu schwächen. Und dann, wenn U-Boot drin ist, hau ich voll drauf. Mit einem Knirscher oder mit einer Wasserfall. Mit einer Kaskade. Ja, meine ich ja. Wer ist da Close Combat? Ja, das reicht 100 Pro. Jetzt kommt der Erdbeben, was mein Lucario sowieso besiegt, aber dann kommt Ding. Unser U-Boot und. Haut die Glocke weg, aber. Oh, scheiße, ich habe vergessen, dass der Dinger alle drauf hat. Wir könnten noch einen Tank haben. Aber ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren. Ja, sonst bleibt dir auch nichts anderes übrig, habe ich das Gefühl. Ja, ich hab's auch gewusst. Ja, verdammt. Jetzt bin ich gespannt, wie das abzieht. Ansonsten muss ich wieder beleben, wie es zum geht nicht mehr. Zieh zu wenig ab. Fuck. Scheiße. Ich weiß, dass Pili bei dem auch immer abgekackt ist. Ja. Aber das ist ja die normale. Aber Gott, Mann! Ich hatte ihn gehabt. Aber der tut mich jedes Mal one-hitten. Ja, Volltreffer. Deine Mutter. Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Lucian fickt uns ganz schön hart. Richtig. Psychokinese. Wieder. Ey, wieso macht er noch Volltreffer? Was ist los mit dem? Keine Ahnung. Ich finde das sowas total übertrieben, weißt du? Ich glaube, vier, die übertreiben es, aber die haben irgendwie Besonderheiten. Meistens. Ja. Fuck. Ich kann mich jetzt nur noch mit Beleber stallen, wie zum geht nicht mehr. Bis mir eine Möglichkeit einfällt. Bis eine Möglichkeit aufgeht. Mhm. Weil dann one-hittet alles jetzt. Scheiße. Aber da jetzt eh nichts mehr passiert, warte mal. Ich habe ja noch Max Revive. Ich könnte jetzt einfach mal Lucario wieder beleben und es noch einmal mit einem Close Combat versuchen und hoffen, dass ich einen Volltreffer mache. Ich muss es beten, Alter. Fuck! Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, ich hab verloren, ich glaub's nicht. Nein. Ja, Leute. Ende. Wir haben verloren. Oh nein! Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das jetzt? Soll ich die ersten drei Kämpfe skippen? Also nicht aufnehmen? Skippen. Ja, 100 Pro. Das macht ja keinen Sinn, also zuzuschauen. Ja. Oder warte mal. Ich guck mal, was wir für TMs haben. Lawine! Die haben nicht mal eine Feuerattacke, das ist so blöde. Ja. Ich laufe einfach nochmal rein und ja, haut rein bis zum nächsten Part wieder, wenn wir Lucian wieder besiegen werden. Genau. Tüdelü.